Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde der gepflegten Unterhaltung, euer Patrick Patul zurück mit einem neuen Die Welt der Diskettenmagazine. Und da haben wir heute uns mal wieder einen Classic rausgesucht. Also ich habe euch wieder einen Classic rausgesucht. Wir werden es versuchen, in einer Stunde abzufrühstücken. Und deshalb werde ich nicht lang quatschen, denn es sind zwei Disketten der Digital Talk 107. Wir gucken uns natürlich zuerst als allererstes die Disketteninhaltsverzeichnisse an, um euch mal zu zeigen, wie diese Inhaltsverzeichnisse aufgezeigt sind. Und ja, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, freue ich mich schon tierisch drauf. Als allererstes mal Boot, dann TT, Import, Note, dann Digital Talk 107. Die Seite 1 von 4, Achtung, wichtige Notiz, auf der vierten Diskettenseite lesen. Gut, das werden wir natürlich auch tun. Dann drehen wir rum. Wir werden uns dann die zweite Seite anschauen, was auf dieser da drauf ist. Das war im Jahre 2001. Der liebe Dejura, Grüße gehen raus. Von der Digital Talk, der damals für die Digital Talk zuständig war. Ich sitze, glaube ich, auf irgendwas. So, jetzt sitze ich wieder richtig. Hier haben wir ja, alle Zacks aus dieser Ausgabe. Dann Melodrama, Experience, Close to the Music, Frozen Energy, Triple Music, Going Round. Gut, dann war das die erste Diskette von zweien. Wir kümmern uns um die zweite Diskette. Und da gehen wir mal auf die Seite 3 drauf los und schauen uns die mal an. Es ist schön zu sehen, dass es damals gut gelaufen ist. Das ist jetzt 4 Diskettenseiten und das ist Seite 3 von 4. Und jetzt gehen wir auf die Seite 4 von 4. So, und da haben wir ETL, MCR, Entschuldigung, Uhrzeit, Lottozahlen, Write Your Notes und this zeigt wichtige Notiz. Die steht ganz mitten am Ausrufezeichen. Ich würde sagen, die schauen wir uns als allererstes an, bevor wir uns an die Digital Talk machen. Denn es ist eine wichtige Notiz und die schauen wir uns jetzt an. Ich muss ganz kurz gucken hier. Ich muss mal ein bisschen die Musik leiser machen, für den Fall, dass da Musik dabei ist. Ja, nicht ganz aus, Patrick, einfach nur so. Und so, ich muss hier noch etwas machen. Da muss ich ganz kurz gucken, denn ich habe einen erneuten Grabber. Benutzer definiert. Okay. So. Bin ich mal gespannt. Ready? Gucken wir mal, wann es lädt. Die ersten 6 Ausgaben der Digital Talk habe ich euch bereits gezeigt. Der Face Noder, Don bei Selux, Faces, dann Update von Shoter, Poison, Hitspace Read Note. Wie fülle ich den neuen Votesheet aus? Hi Leser, bei einem kleinen Test stellte ich fest, dass mein neuer Votesheet doch nicht, sollte wahrscheinlich ein kleiner Tippfehler sein. Moment. Naja, man wird wahrscheinlich jetzt im Hintergrund die Musik nochmal hören. Bei einem kleinen Test stellte sich fest, dass mein neuer Votesheet sich nicht so einfach zu verstehen ist, wie ich anfangs dachte. Auf jeden Fall sollte ein Votesheet der Sendung beiliegen, die du bekommen hast. Ist dies nicht der Fall, so reklamierst du dies am besten bei der Person, die dir keine solchen Zettel kopiert hat. Das neue Vote-System ist viel einfacher, als du jetzt denkst. Es sieht nur etwas komplizierter aus. Grundsätzlich hast du einmal 12 und einmal 6 Stimmen zur Verfügung, die du nutzen solltest. Die Reihenfolge, wie du die Stimmen der Person oder der Programme einträgst, ist wichtig. Das heißt korrekt. Konkret, jeder Platz bekommt dieselbe Wertung. Ich muss auch lesen, was da steht.
Betrachten wir erstmal den linken Teil des Vote Sheets. Ja, da ging es, glaube ich, darum mit Abstimmungen. Und das ist ehrlich gesagt etwas, wo ich sage, das interessiert uns zurzeit, glaube ich, weniger. Wen es interessiert, worum es da gegangen ist, ich meine, vielleicht kann ja jemand noch von früher was drunter schreiben unter die Kommentare. Weil ich möchte ja, wie gesagt, wir haben schon 5 Minuten verblabbert. Wir haben noch 3 Seiten vor uns, das ganze Diskettenmagazin vor uns. Hier werden halt die Composer etc. Ja. Gut. Wie mit zum Beispiel Little John. Du findest, dass er ein guter Swabber und ein guter Digital Talk Autor ist. Dann schreibst du erst den Namen Little John in den freien Bereich links neben der Zahl und markierst dann markierst du ihn in derselben Zeile in der Spalte DT-Autor und Swabber mit einem sauberen X. Du kannst also maximal 12 Personen stimmen. Beinahe, es ging um Votings, es ging um Abstimmungen für Mitarbeiter der Digital, also Mitarbeiter in Anführungsstrichen der Digital Talk. Auch 2001 war der Digital Talk von Privatpersonen für Privatpersonen und jeder hat so in seiner Freizeit dran rumgedoktert. Und damals haben sich ja halt viele Leute damit auseinandergesetzt. Die hatten, soweit ich weiß, keine Unterstützung von solchen Sachen wie zum Beispiel den CP-Verlag oder so. Und 2001, da kann man natürlich sagen, ja, Internet war noch in den Kinderschuhen. AOL kam raus, die ersten Flatrates kamen raus. Und AOL war damals noch ein ganz großes Kino. Wir hatten sowas, wie wir jetzt haben, hatten wir damals nicht. Wir hatten ISDN, wir hatten normale Telefonleitungen, wir hatten AOL. Und jede Minute im Internet kostete Geld. Und jeder Download kostete Geld. Dann gab es dann 2001, gab es dann die Flatrates. Ich frage mich jetzt ganz ehrlich, wie ich den Monitor da versauen konnte. Naja, gut. Und wie gesagt, das war halt anfangs der Computerzeit. Ich habe es kaputt gemacht. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Ja, ich denke, das habe ich jetzt gefetzt. Was habe ich denn jetzt gebaut? Diesen da. Gab es nicht ein Bootmenü? Eine Bootdatei? Habe ich was falsch angegeben? Das sah mir jetzt ehrlich gesagt nicht so gesund aus. Deshalb, okay, wir werden es dann auf die altbewährte machen. Wir erlauben das Bootsystem und hoffen, dass das besser funktioniert. Ich drücke die Daumen. Oh, ah. Entschuldigung. So, das scheint schon mal besser zu funktionieren. Das sieht auch besser aus, in meinen Augen. Eben war irgendwie, keine Ahnung. Aha. Digital Talk. Ausgabe Nummer 7. Wir holen uns den Joystick am Start. Editorial brandaktuell, eis und eiskalt. News aus aller Welt, Hardware und Software. Wissen beigebracht, Kurse, wie das Leben so spielt, Stories. Intim und privat. Oh, es geht um das Sexleben in der Digital Talk Redaktion. Unterhaltung in der Digital Talk. Von Leser zum Leser. Yes. Außerhalb der 64 Kilobytes, Eddie Corner und Dates. Wir gehen mal in das Editorial, wir fangen von ganz vorne an. Vorwort zu dieser Ausgabe, Erklärung des Neuen zum neuen System. Ja, Erklärung zu dem anderen Grubber jetzt. Der hier hat sehr viele Probleme in letzter Zeit. Ich habe etwas gesehen von Elgato, so ein ähnlicher Grubber wie den hier. Kostet ungefähr 120 Euro bei Amazon. Den werde ich mir wahrscheinlich holen.
Da muss ich halt wieder einen Haufen Geld ausgeben, wird aber wahrscheinlich erst im Dezember sein, weil im November gibt nämlich eine ganze Menge Geld für die Retro-Börse drauf. Hallo zur Digital Talks 7 am 15.04.94. Was? Hoffe ich jetzt nicht. Vor 10 Minuten habe ich mit Samu... Warum war dann die Schura 2001? Das verstehe ich nicht. Naja. Vor 10 Minuten habe ich mit Samurai noch telefoniert. Endlich konnte ich ihm mitteilen, dass seine Texte endlich angekommen waren. Warum ich euch das erzähle? Naja, weil er leider auch ein Grund ist, dass diese Ausgabe ein wenig überdimensioniert und verspätet erscheint. Vor 2 Monaten habe ich nämlich auch als letzten Text das Vorwort geschrieben. Zuerst galt ja am Ende April als Deadline für eure Texte, die ich aber zum großen Teil erst Anfang Mitte Mai bekam. So kam es, dass sich der Einsendeschlussdatum immer mehr verlängerte und am Ende ich bzw. Dr. Zoom das Problem hatte, wie bekomme ich so viel Text in ein Mac? Diese Frage wird mir wahrscheinlich erst Dr. Zoom beantworten können, wenn er die Ausgabe fertig gepackt hat. Jetzt aber zur Ausgabe selber, die 7. Ausgabe der Digital Talk. Sprengt wahrscheinlich den Rahmen jedes anderen Magazins, außer vielleicht dem Rockford Mac Club, dem Rockford Club herausgegebenen Macs namens Rockford Mac. Dieses verteilte sich in Bestzeiten auf 2 Disketten. Zudem ist auch diese Ausgabe sicherlich lesenswert. Auch wenn ich höre dich schon schreien, Tom, nicht sonderlich über die Lesearbeit freuen werden. Ich habe gerade den Text nicht ganz kapiert. Trotzdem ist diese Ausgabe sicherlich lesenswert, auch wenn sich manche nicht sonderlich über die Lesearbeit freuen werden. Syntax-Error, ich habe es gerade nicht gerafft, aber ich glaube, ich weiß, der macht Sinn bei anderen Leuten, bei mir gerade nicht. Ich kann euch auch gut verstehen, jetzt kommt langsam der Sommer und dann haben die meisten lieber etwas anderes zu tun, als die 1000 Seiten, ich kann nur schätzen, auf einem Monitor bzw. Fernseher zu lesen. Digital Talk, Warnung des Gesundheitsministeriums, Lesen kann ihre Sehkraft schwächen. Aber warum ist diese Ausgabe lesenswert? Naja, vielleicht liegt es an der Abwechslung, die ich stellvertretend für alle Autoren, denen ich auf diesem Weg wieder mal danken möchte. Auch mein Dank soll da sein an die Leute, die damals bei der Digital Talk dabei waren, euch in dieser Ausgabe bieten kann. Einen kurzen Einblick möchte ich euch im Folgenden geben. Das Mac besteht aus 2 Teilen, die derzeit noch selbstständige Macs sind. Das Mac besteht aus 2 Teilen, das ist auch selbst. Das heißt, es muss separat laden. Den ersten Teil, Vorderseite, findet man besonders aktuelle und wichtige Beiträge von Autoren wie Mephisto, Ford Perfect, Kinley, Commander Bond, FBS, Professor Science, Nylon, Samurai, Todgeweihte Leben länger, unter anderem, und andere. Ganz besonders ans Herz legen möchte ich euch folgenden Beitrag: den CF Meeting Corner von Ford Perfect, die Gegenaktion Digital Talk Leser versus Neonazis. Ich frage mich bis heute immer noch, warum diese. Ja, jeder darf seine Meinung vertreten. Wir haben in Deutschland Meinungsfreiheit. Ich weiß. Können die sich irgendeine Ecke verkriechen und da irgendwo weg? Naja, haben wir nicht genügend Stress in der Welt? Naja, gut, das war 2007. Quatsch, 1994. Ausgabe 7. So. Entschuldigung. Einen Artikel über das geplante Adventure von mir und auch einen Corner,
den alle Kontakte von Elchi lesen sollen. Wer ist Elchi? Die Rückseite, zweiter Teil, ist geprägt von Gewalt, Chaos und Lärm. Kinley versucht euch ein paar Videopremieren vorzustellen. Gonzo kommt mit seinen mit seinem Wrestling Corner nicht zurecht. Er braucht nämlich schon wieder zwei Rubriken. Der Musikcorner von Blue Eyes enthält auch eine Plattenkritik von Mephisto über Pink Floyds neue, und Samurai versucht, den Kampfsport näher zu bringen und euch lesesüchtig zu machen. Der Musikcorner von Blue Eyes enthält auch eine Plattenkritik von Mephisto über Pink Floyds neue Platte wahrscheinlich und Samurai versucht euch einen Kampfsport. Ja. Außerdem gibt es die gewöhnliche Laberkritik-Rubrik etc. pp. Digital Talk, 30. Mai 1994. Ja, gut, das Editorial könnt ihr euch ja, wie gesagt, durchlesen. Ich lese jetzt ehrlich gesagt nicht weiter. Die Erklärung zum System, die mache ich jetzt auch nicht. Wir springen so ein bisschen wir springen ein bisschen in dieser Zeitschrift rum, weil einfach, ich will nicht über eine Stunde. Ich muss das Ganze noch rendern und hochladen. Brandaktuell und eiskalt. Dann gehen wir mal dahin. Infos zum CF und DT-Treffen. Da kann man mal ein bisschen drin rumschmökern. Wir gucken uns das Ganze mal an. Er lädt nach. Gut. Limburg, Nahen, Hessen. Rheinland-Pfalz. Wie weit ist das? Wiesbaden. Das ist ungefähr 3 Fahrtstunden von mir weg. Dieser Corner ist Pflichtlektüre. Ford Perfects Meeting Corner. Krieg ich Hau, wenn ich hier nicht ganz lese? Sollen wir erstmal wissen, wo ich bin. So, das CF Meeting 1994, der aktuelle Meeting Corner von Ford Perfect. Hallihallo, Hallöle. Hallihallo, die Waldfee. Nach einem mehrwöchigen Aufenthalt in der Strafvollzugsanstalt wegen illegalen Besitz der Digital Talk bin ich wieder dabei. Ich starte mit einem Leserlebenswerk, dem CFDT Meeting. Wie ihr sicherlich schon wisst, wurde die Deadline für die Anmeldung auf den 1. Mai verlängert, da dies jetzt auch nichts mehr nützt, weil dieses Datum mit dem Erscheinen der DT schon verfallen ist. Werde ich auch die Anmeldungen noch berücksichtigen, die später kommen. Ich weiß zurzeit, 14. April, von ca. 25 Personen, die kommen möchten, wollen, würden, tun. Ich lese auch wieder eine Scheiße heute zusammen. Ja, ich bin leicht übermüdet. Ich hatte heute war ein Wahnsinnstag. Das ist faszinierend, das kann ich mal ganz kurz erklären. Wenn ich so einen Tag habe, wie zum Beispiel jetzt Montags, Mittwochs und Freitags, wenn bei uns auch noch Lagerausgabe ist und dann noch zusätzliche Arbeit ist, dass wir eigentlich kaum Zeit haben, uns eine Minute zu setzen und etwas zu ruhen und ich eigentlich dann fertig sein sollte, dann sitze ich hier und bin quick fit. Dann haben wir Tage wie heute, wo ich auf der Arbeit ein bisschen Zeit hatte, ein bisschen sitzen konnte und sagen konnte, ja, sitze ich hier und bin am Wegpennen. Dabei habe ich die Nacht besser geschlafen als die Nacht davor. Ich bin schon seltsam im Kauz. Naja, was soll das? Ich weiß es halt und so weiter. So, wer kommt denn alles? Kinley, Tarkness, Dreamer, der Wizard of Oz, Zeldin, Dancing Humor, Professor Science, Skyray, The Chameleon, Tom 007, Us, Matt
Magic, Fritzen Fliege, Brother Talk, Ivan Hö, Drago McCabe, Gott, Little John, Skoink, Stingray, New Design, Last Minute. Wenn ich einige Namen falsch ausgesprochen habe, bitte ich vielmals um Entschuldigung. Sollte ich jemanden in der Liste vergessen haben, den habe ich garantiert. BRD. Moment, stopp, 1994, da waren wir doch schon in der Einheit. Ja. Gut. Was? Darüber hinaus bekam ich Anfragen, Anrufe, Andeutungen von folgenden Personen. Samurai, Mark Nagel, Schnitzel von der gleichnamigen Box. Ich möchte nun einige Fragen beantworten, die mich zu diesem Thema erreicht haben. Schnitzel? Erstens, wann soll das Geld gezahlt werden? Bring das Geld einfach zum Meeting mit. So werden Komplikationen mit Quittungen eingeschränkt. Wucherpreise fürs Meeting? Okay, ich gebe zu, dass ca. 70 Mark, oh Gott, D-Mark, es waren noch 4 Euro, ich finde es so geil. Für ein Wochenende, das muss man jetzt natürlich der Jugend von heute erklären, die sowas jetzt sehen. So, D-Mark, D-Mark, sag mal, hat der was an einem Heil? Das war doch ein Euro. Nein, Euro kam erst 2001 auf die Welt. Eigentlich war die Idee des Euros schon viel früher auf der Welt und 1994 war die Idee des Euros auch noch da. Jetzt muss ich lügen, wie lange es gedauert hat, dass der Name EQ als Währungsname aktiv war. Weil in Goblins 3 haben wir die Währung EQ. Ich glaube, der heißt auch intern immer noch EQ. Wenn ich irgendwas richtig mache. Ich habe mal irgendwann irgendwas gehört. Aber das war ganz schwach, dass ich das irgendwo in weiter Ferne. Da hinten, irgendwo da hinten. Da hinten. Habe ich das gehört. Naja. Für ein Wochenende ist schon etwas happig. Aber es war einfach die beste Lösung. Limburg hat auch einen großen Campingplatz. Nur sprechen drei Nachteile gegen das Zelten. Erstens kostet es eine gewisse Gebühr, um einen Zeltplatz zu bekommen. Wobei man immer noch kein Essen im Bauch hat. Zweitens, sollte das Wetter nicht mitspielen, ist der Rheinfall von Schaffhausen vorprogrammiert. Drittens ist es sehr viel praktischer, wenn die Computer und der Schlafplatz unter einem Dach untergebracht sind. Dann kam die Idee mit im Auto schlafen und Altiwürstchen. Das mit dem Auto wollen wir mal ausschließen, weil erstens ich überhaupt keine Gruppe vorweisen muss, um überhaupt den Tagesraum zu bekommen. Zweitens, ich habe kein Interesse daran, Ärger wegen Wildcampens zu bekommen. Das mit den Aldiverse ist, Verse hat man schon früher gesagt. Ich habe erst den Begriff Verse erst viel später gelernt. Bei DDLverse zum Beispiel oder so. Ist jedermanns eigene Sache. Wenn man selbst für sein Essen sorgen will, kann man natürlich Geld sparen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie doch Ihren Arzt oder Apotheker. Das heißt, nee, das ist falsch. Zu Risiken und Nebenwirkungen schlagen Sie Ihren Arzt zum Apotheker. Das war schon immer so. Ich habe natürlich vollstes Verständnis, Herr Magelski. Dafür, wenn man aus finanziellen Gründen nicht kommen kann. Ja, das ist natürlich klar. 70 Mark sind zu diesem Zeitpunkt schon eine ganz große Nummer gewesen, muss man ja auch mal sagen. Eine Dakota kostet schon so eine 2 Mark. Ja, ja, wenn man sich bedenkt, ich trinke ja auch gerade mal so. Ein koffeinhaltiges Kaltgetränk. Und ist auch ein Liter. Und dafür bezahle ich 1 Euro, jetzt 2023, 1 Euro 20. Die haben sich also von den Preisen damals nicht viel geändert. Weil, überlegen wir mal, jetzt werden einige sagen, wieso? 1 Euro und 2 Mark? Ja. 2 Mark war 1 Euro und 2 Cent, glaube ich. Irgendwas um den Dreh.
Da haben alle gesagt, der Euro wird quasi im Kopf verdoppelt und dann haben wir wieder die Mark. Das heißt, nehmen wir mal als Beispiel, ich würde jetzt, boah, was sage ich denn jetzt? Ein C64. Ich würde ein C64 kaufen bei eBay und würde dafür 300 Euro hinlegen. Dann würde ich für den gebrauchten C64 bei eBay in D-Max-Zeiten 600 Mark hinlegen. Ist stramm. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist stramm. Wenn ich aber dann meinen jetzigen Lohn hole, und die Miete und alles drum und dran auch wieder auf D-Mark rechne, habe ich, jetzt kommt der Knaller, viel mehr am Ende des Monats über als mit den vermaledeiten Euros. Naja, gut, wenn ihr weiterhin, wie gesagt, über dieses Meeting und dieses Treffen lesen möchtet, ihr wisst, in der Digital Talk Ausgabe 7 ist es dann, die CeBIT zum Beispiel. Es werden einige sagen, was ist die CeBIT, weil hier die CeBIT gesprochen wird. Die CeBIT könnte man als den Vorreiter der Gamescom nennen. Damals hat sich alles, was Rang und Namen hatte, auf der CeBIT getroffen. Gamescom gab es, glaube ich, 1994 noch nicht. Sollte ich mich da irren, bitte in die Kommentare schreiben. Aber soweit ich weiß, war damals die CeBIT, wie hießen die andere wieder? Die CeBIT, wo waren die wieder gewesen? Es gab die CeBIT und es gab noch, oh Gott, Hannover war die CeBIT, genau. Wie hießen die andere wieder? Es gab noch eine zweite. Ich komme nicht drauf, wie sie heißt, scheiße. Verdammt. Das waren sogenannte Computermessen. Ich guck mal ganz kurz. CeBIT und ach, wie hieß die andere wieder? Ach, leck mich doch am Bengler. Computermesse, CeBIT und es gab noch. Warum gibt es die CeBIT nicht mehr? Die CeBIT gibt es nicht mehr? Die Digitalisierung ist überall. Erst eins war die CeBIT in Hannover, die weltweit größte IT-Messe. Und nun wird sie nach mehr als 30 Jahren bereits im nächsten Jahr eingestellt. Das ist aber traurig. Da gab es dann noch eine, es war nicht die CeBIT. Oh Gott. Wie hießen die andere wieder? Gut, die CeBIT ist schon 2018 eingestellt. Ach Gott, ich weiß nicht mehr, wie die andere Computermesse hieß. Es gab, wie gesagt, zwei Computermessen. Das eine war halt die CeBIT. Und ich komme nicht drauf. Ich glaube, die andere war in Stuttgart. Ach, Computermesse. Die eine war, glaube ich, in Hannover. Das war die CeBIT. Und die andere war, glaube ich, in Stuttgart. Was war das die? Boah, Alter, wie hießen die wieder? Ich komme nicht drauf, wie die hier heißt. Hobby in Elektronik war es nicht. Es war eine andere. Oh Gott, wer es weiß, bitte in die Kommentare schreiben. Es gab damals ganz große Dinge. Es war einmal die CeBIT und dann gab es noch eine. Oh, frag mich bitte nicht mehr, wo die war. Naja. So. Autobahn A7, CeBIT 94, Zigaretten. Gut. Da wird ein bisschen gelabert über den Weg zur CeBIT. Endlich Infos zum CF Adventure. Wir hatten ja die Demo-Version des CF Adventures ja gespielt gehabt. Und der liebe D2Village Adventure Fan hat quasi das CF Adventure umgesetzt auf das D2Village Adventure System. Soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe. Es ist endlich soweit. Nach zweijähriger Entwicklung des Adventure Editors von Mr. Doom, von Mr. Zoom, Dimension 4 ist es mir, Little John, nun endlich möglich, auch einige Infos über das System und das Adventure, CF Adventure zu geben.
In diesen 2 Jahren hat sich die ursprüngliche Story im Stil des Spiels und vieles mehr andere geändert. Geplant war ein Spiel, ein Adventure mit und über die Freaks von Computer Flohmarkt. Ludwig Rotstift, das Pseudonym des Herausgebers des CFs, sollte mit Hilfe einiger Pseudos seine Probleme lösen. Das Problem blieb in diesen 2 Jahren immer gleich. Die restlichen Pseudos von CF sind verschwunden. Die Geschichte ist heute aktueller denn je. Durch die Abwanderung vieler Pseudos aus der CF, weil der CF mit Imageproblemen zu kämpfen hat, manche keine Zeit mehr haben und sogar durch dieses Magazin fühle ich mich als älterer Hase im CF fast schon verpflichtet, irgendwas gegen dieses Verschwinden zu tun. Außerdem glaube ich, bringt ein Spiel der Computerszene, besonders der 64er-Szene, mehr als ein Demo. Ein weiterer Grund für dieses Adventure: Ich glaube, dass man durch dieses Spiel neue Erfahrungen machen kann. Jedenfalls erfährt man viel über die Pseudos aus dem CF und damit könnte dieses Spiel eine Art Zusammenhalt bewirken. Das ist im Forum 64 auch so, das ist sogar in den Discords so. Lieber Captain Tebus, lieber Patty, wenn ihr überhaupt noch meine Videos noch guckt, ich bin auch schon sehr lange nicht mehr bei euch. Ich hoffe, der Patty ist mir auch nicht böse. Ich benutze schon seit Ewigkeiten kein Discord mehr. Schmeißt mich bitte aus eurer Gruppe raus, denn ich werde so schnell nicht mehr ins Discord kommen. Weil ich auch dafür keine Zeit mehr habe. Ich habe Wünsche, ich habe Sachen, die ich mache. Ich mache hier diese Videos, ich programmiere an meinen Spielen weiter, wenn ich ein bisschen Zeit zwischendrin habe. Dann bereite ich schon das nächste Konsolenspiel vor, nach Satinas Ketten. Dann habe ich auch mal Bock, mal wieder meine Serien zu gucken, nämlich ein bisschen auf Netflix rumzugucken, was es Neues an Filmen und Serien gibt auf Netflix. Weil mich das auch mal interessiert, um mal ein bisschen abzuschalten. Dann habe ich ja meinen Hauptjob noch. Gut, es haben einige gesagt, ja, wahrscheinlich deine Tochter und so weiter. Nee, das ist nicht mehr so aktuell mit meinem Kind. Die hat ihr eigenes Leben im Griff und das soll auch so bleiben. Ansonsten, wie gesagt, das ist beim Discord so, das ist beim beim Computerflohmarkt. Ich glaube, den gibt es auch schon lange nicht mehr. Digital Talk genauso, wie wir kriegen ja mit, dass immer weniger Leute die Digital Talk unterstützen, aber auch, weil sie keine Zeit haben, die Digital Talk zu unterstützen. Kann ich gut und gerne verstehen. Irgendwann haben auch die Leute, wie zum Beispiel Thunderbird, DJ Sid etc., die haben auch irgendwann, sagen die, pass auf, wenn da keine Unterstützung von außen kommt, dann haben wir auch keinen Bock mehr, das weiterzumachen. Was ich voll und ganz verstehen kann. Aber wie ich immer so schön sage, irgendwann muss vielleicht auch irgendwann mal alles enden. Ich wäre natürlich toll, es wäre natürlich klasse, weil die Digital Talk das letzte deutsche Diskettenmagazin ist. Wir haben kein anderes deutsches Diskettenmagazin, soweit ich weiß. Alles andere, sei es die Attitude, sei es die Scene World, sind alles englischsprachige. Worauf ich immer wieder gesagt habe, zumal die Scene World auch immer wieder deutschsprachige Leute sind, dieses Diskettenmagazin aber im Englischen rausbringen, weil sie sagen, damit haben wir mehr, erreichen wir mehr Leute. Wo ich immer noch sage, Leute, bitte, 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 wie wollen wir in Deutschland den Leuten noch sagen, Leute, es gab mal in den 80er Jahren einen Computer, den Commodore 64. Viele, viele, viele glauben, dieser Computer sei tot, wo ich immer wieder sage, der ist nicht tot. Dieser Computer hier ist 40 Jahre alt, ist über 40 Jahre alt und funktioniert. Der Computer, der hier steht, ist der C64C, auch der funktioniert noch. Und es gibt Leute, die immer noch Spiele dafür programmieren. Es gibt immer noch Firmen, wie zum Beispiel Psytronic, die dafür Spiele programmieren. Es gibt Polyplay. Wenn ihr auf itch.io geht, werdet ihr eine ganze Menge Spiele für den C64 finden. Wenn ihr auf csdb.dck geht, werdet ihr eine ganze Menge Leute finden, die immer noch Musik machen, die immer noch Grafiken generieren, die immer noch Spiele programmieren, sogar Tools auf dem PC programmieren, dass die das mit dem C64 kombinieren können.
Wir haben zum Beispiel den lieben Seindelmeier, der immer noch der ein Kopierprogramm geschrieben hat von der SD2IC zum originalen Floppy. Wir haben hier zum Beispiel das Kung Fu Flash Modul, das auch immer wieder mit neuen Updates abgesegnet wird. Das Kung Fu Flash Modul ist quasi für mich momentan eine sehr gute Alternative. Gut, es hat seine Fehler, dass es momentan nicht auf D64 Images oder auf D81 Images speichern kann. Wo ich sage, für mich ist das nicht so wichtig, weil ich eh immer Originaldisketten benutze. Ich setze mich immer hin und sage, hier sind Originaldisketten. Ich habe Disketten, mit denen ich arbeite. Weil ich wirklich wie oldschool noch mit Disketten arbeiten möchte. Ich schwenke jetzt hier eine ganze Menge raus und schweife hier ganz böse ab. Aber das ist gerade ein Thema, wo ich sage, wie wollen die Leute in Deutschland, damit meine ich es nicht nur Saarland oder sonst irgendwas oder deutschsprachig wird, woher wollen die Leute wissen, dass immer noch für den C64 Spiele programmiert werden? Woher wollen die Leute das wissen, wenn wir denen nicht Bescheid sagen? Zurzeit bleibt mir halt nur YouTube. Weil YouTube diese Möglichkeit ist, auch Leute zu erreichen, die damit nichts zu tun haben, die nicht im Internet rumtouren mit den Foren wie zum Beispiel c64.de oder so ähnlich oder keine Ahnung wie die ganzen heißen oder das Forum 64, wo die nicht drin rumtouren. Das ist ja das Problem. Und da kommen dann Diskettenmagazine und sagen, okay, wir machen es im Englischsprachigen, weil Englischsprachige mehr, ja, weil die auch mehr miteinander Werbung machen. Jetzt müssten wir hier in Deutschland auch mal wieder tun. Commodore hat damals durch Werbung seinen Ruhm erhalten. Ja, es gibt PCs, die sind um 3000 Mal besser. Es gibt Emulatoren, ja. Schweiß. Aber Leute, es gibt auch noch Original Commodore 64. Es gibt den C64 Maxi, es gibt den C64 Mini. Auch kein Thema. Aber wie gesagt, es gibt immer noch den Original Commodore 64, wie ich ihn hier stehen habe. Ohne irgendein besonderes DOS. Ohne ein Schiffi-DOS, ohne ein Dolphin-DOS oder wie die Dinger sonst alle gar hießen. Nicht aufgebohrt, nicht verklemmt, nicht gar nichts mit irgendwelchen Schaltern versehen, sondern das Original. Und mir reicht das. Den Original-Joystick, gut, den hier zu bekommen, wird unheimlich schwer. Da bezahlt man eine ganze Menge Geld dafür. Zumal der auch, der hier ist von Speedlink. Aber wie gesagt, man kann auch Mega Drive und Master System Joypads benutzen, wenn man keinen Joystick mehr zur Hand hat. Und deshalb, ich will immer wieder sagen, Leute, der C64 ist noch aktiv. Der C64 ist im Jahre 2023 immer noch wieder unterstützt mit Software, mit Diskettenmagazin, wie der Digital Talk. Leider Gottes auch mit englischsprachigen Diskettenmagazinen. Das, ja, aber wie gesagt, es war, glaube ich, damals die Aussage des Redakteurs von der Scene World, der damals mir geschrieben hat, ich kenne den genauen Wortlaut nicht mehr, ich versuche es nochmal so um den Dreh zu, wie er es gesagt, wie es so gehießen haben könnte. Er macht sich auf Deutsch, weil der Umsatz, also die Verteilung auf Deutschland zu wenig ist. Wo ich auch immer sage, na und? Wir sind halt nicht mehr so viele. Leider. Das Schlimme ist auch, unsere alte Generation, wir, die 77er, die in den 80ern groß geworden sind. Wir aus den 70ern, die in den 80ern quasi groß geworden sind, alles von Anfang an mitbekommen haben. Den ersten Commodore selbst in der Hand gehabt haben. Es gibt auch Kinder, die sind in den 80ern groß geworden und haben dann gesagt, boah, wir sind schon mit dem älteren C64 und dem Amiga groß geworden. Weil der Amiga war dann besser wegen besserer Grafik und schneller und so weiter. Ja. Genauso sind es auch Leute, die immer hingehen und sagen, ja, den C64, den wollen wir schneller machen, mit mehr RAM, mit mehr Prozessor, mit dem Super CPU und ich stehe neben dran so. Für mich ist es dann nicht mehr der Original C64. Und das ist dann das Faszinierende an diesem Commodore 64. So wie er hier ist, wie ich ihn hier habe, ist das Original. Und ich kann mir heute noch
bei Psytronic hingehen und mir ein Spiel bestellen. Ich brauche keine Erweiterung, wie zum Beispiel eine RAM-Erweiterung oder sonst irgendetwas. Sondern ich kaufe mir das Spiel, bezahle meine ca. 40 Euro plus Versandkosten, also sagen wir mal 50 Euro inklusive Versandkosten. Pi mal Daumen, kommt aufs Spiel an. Ob was für eine Version ich kaufe, ob ich jetzt die Box kaufe mit einem Haufen Zubehör dabei oder ob ich einfach nur eine Diskettenbox kaufe oder einfach nur die Diskette kaufe. Darum geht es jetzt nicht. Es geht halt einfach nur darum, ich kann mir das kaufen, kann es hier ins Diskettenlaufwerk einlegen und kann es spielen. Ich brauche nie aufzupassen, ist es für ein C64C, ist es für ein C64 Original, brauche ich eine RAM-Erweiterung, brauche ich, keine Ahnung, einen Floppy-Speeder oder so, sondern läuft. Und das finde ich klasse. So, jetzt bin ich weit weggegangen. Ich bin vom Hölzken aufs Jöckskin gekommen. Entschuldigung. Aber das ist halt bei mir, da werde ich immer ein bisschen so, boah. So, wir haben halt immer weniger Leute und wir haben halt das Problem in der heutigen Zeit. Das ist ja das, was ich auch immer wieder sage. Wir sind nicht, oh Gott, das wird über eine Stunde das hier. In der heutigen Zeit. Oh Gott, ich muss mich beeilen. In der heutigen Zeit, das muss ich irgendwann anders nochmal raushauen, wir sind zu schnelllebig. Wir wollen alles viel schneller erledigt haben. Wir wollen, wenn wir eine Frage stellen, direkt die Antwort haben. Wir wollen nicht 2 Wochen, 2 Monate, ein halbes Jahr, ein Jahr warten, bis wir die Antwort kriegen. Wir wollen sofort die Antwort haben. Sofort. Wir haben keine Zeit. Wir müssen arbeiten, wenn ich so meine Schwester mitbekomme. Da, dies, das, jenes und so weiter und da. Da stehe ich nebendran und denke mir, mir wird der Kopf platzen. Solche Sachen wie hier in den C64 zu sitzen und zu sagen, ich habe die Joystick in die Hand und gucke nach der Spielsteuerung, zum Beispiel von dem CF Adventure. Es war schon immer geplant, ein Grafik-Adventure zu programmieren, doch es gibt zahlreiche Möglichkeiten der Steuerung. Es wäre eine reine Texteingabe, die zwar komplexe Rätsel ermöglichen würde, den Spielspaß jedoch auf lange Sicht ermüden lässt. Da gäbe es eine Zack McCracken-Variante, die jedoch nicht leicht zu programmieren wäre. Was mich auch fragen würde, wie man Scum4M programmieren würde. In welcher Sprache Scum4M programmiert wurde auf dem C64. Es gibt eine Menüsteuerung mit vorgefertigten Begriffen. Zuerst habe ich einen Zack McCracken-Verschnitt geplant, dann muss dann aber kapitulieren. Dr. Zoom präsentierte mir eine Texteingabe mit Parser, die jedoch nicht meinen Vorstellungen ganz entsprach. Nun, 2 Jahre harte Entwicklungszeit später, präsentierte mir Dr. Zoom vor kurzem die ultimative Version eines Adventures. Es ist eine Mischung aus Menüsteuerung und Zack McCracken-Elementen. Aber bevor ich euch zu viel verspreche, gibt es keinen Ludwig als Sprite, der durch das Spiel läuft, sondern es können nur Sprites Gegenständen auf dem Bildschirm platziert werden. Man sieht auf dem Screen also, ob sich ein Gegenstand, die Person auf dem Bild befindet oder nicht. Ein weiterer Punkt des Systems ist die Zweiteilung des Bildschirms. Der untere Textbereich wird durch die Textausgabe und der obere abwechselnd Grafik- oder Steuermenü verwendet. Ich habe mal eine saublöde Frage. Und das wird mir wahrscheinlich jemand schreiben können, der sich mit dem D42 Adventure System auskennt. Damals ging es um das D4 Adventure System. Da, was ich jetzt rede, ist halt mit D42 Adventure System. Hat man zuerst das Bild, das switcht man um zu der Eingabe. Kann man nicht dasselbe unten mit dem Text machen? Unten wird der Text angezeigt und dann switcht man quasi zur Eingabeaufforderung und switcht später wieder zurück zum Text. Geht das nicht, dass man das switcht? Dass oben das Bild quasi permanent da ist und wenn dann ein Gegenstand genommen wird, dass man dann sieht, wie das Objekt von dem Bild genommen wird. Ist halt nur eine Frage. Mir liegt ja eine lauffähige Demo-Version des Adventures Ludwig's Mystify vor, das ich auch mal glaube ich gespielt habe. Naja. Können Sie doch in der Ausgabe 8 präsentieren. Jedenfalls hoffe ich, dass euch das System so gut wie mir gefallen wird. Das System Dimension 4 ist ein Adventure-Entwicklungsbaukasten, welches bald bei Independent Software bezogen ist.
damit ist euch dann alles möglich, ein Adventure zu basteln. Gut, das D4 Adventure System ist dann später zum D42 Adventure System umgenannt worden. Ich glaube, Independent Softworks ist dann später zu Out of Order Softworks umgenannt worden. Korrigiert mich bitte, wenn ich mich irre. Oder ob Independent Software immer noch existiert. So, wir müssen uns also ein kleines bisschen beeilen. Wir haben noch 15 Minuten. Ich möchte auch ein bisschen hier News aus aller Welt gucken, was es da gab. Die Charts, Software News. Gucken wir mal ganz kurz in die Charts rein. Wie gesagt, ich versuche jetzt, ich habe mich eben ein bisschen gehen lassen, deshalb hat das so lange gedauert. Ich muss das ja noch, weil ich jetzt wieder zwei Tonspuren verwende. Ich versuche in Zukunft immer wieder zwei Tonspuren zu verwenden, um einen einigermaßen gut abgemischten Sound hinzukriegen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Charts. Es gab viele Diskussionen, Telefongespräche, Briefe etc. Bis jetzt werden einige sagen, was sind Briefe? Briefe sind auf Papier geschriebene Texte, die in einen Umschlag gelegt werden und dann von der Post verschickt werden, vorausgesetzt, man hat hier die Adresse desjenigen, wo das hingeht. So einen Brief zu verschicken dauert in der Regel 2 Tage. Ich glaube, früher war es 1 Woche, bis das gedauert hat, dass der Brief angekommen ist. Heute dauert es ungefähr 2 Tage. Das war so, haben wir uns früher erhalten. Da gab es kein WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Discord, gab es nicht. Wir haben einen Zettel genommen, wir haben auf diesen Zettel einen Text geschrieben. Lieber Dr. Zoom, ich finde dich klasse, ich will ein Kind von dir, Grüße, ich. Das hat man dann in den Umschlag getan, hingeschrieben, Dr. Zoom, Wohnort zu Hause, und dann hat man das Ganze weggeschickt. Eine Woche später kam dann Dr. Zoom an das Ding und bekam dann den Brief und sagte sich, geilst, dem schreibe ich zurück. Oder wenn man ein Telefon hatte, und jetzt muss ich den Jungen erklären, was ein Telefon ist. Hey du Arschloch, wir wissen, was ein Telefon ist. Das ist ein Telefon. Nee, das gab es damals auch nicht. Das war damals auch nicht existent. Wir hatten ein Gerät, das nennt sich Telefon. Das ist so ein viereckiger Kasten mit so einem Tasten drauf und oben drüber lag ein Hörer. Das Ding war so halt ausziehen wie eine Banane mit einem Kabel, das dann diesem Telefon angeschlossen ist. Es gab aber auch Versionen, war so ein kleiner viereckiger Kasten. Da war ein Telefon oben drauf, das konnte man rausnehmen mit ohne Schnur. Dann hatte man ein Tastenfeld auf diesem Telefon und hat man auf diesem Tastenfeld rumgedudelt, hat man die Nummer desjenigen angewählt, den man anrufen wollte. Also man hat quasi seine Handynummer damals, aber es gab ja keine Handy, es gab schon Handys, aber man hat ja die Festnetznummer gewählt. Dann hat man angerufen, hat man gesagt, pass mal auf. Tach! So. Und dann hat man gequakt. Man hat aber nicht 20 Stunden lang gequakt, denn jetzt kommt der springende Punkt. Pro Minute mussten wir Geld bezahlen. Das hat sich summiert und am Ende des Monats bekamen wir eine Rechnung, wo es gehießen hat, dann und dann hast du so und so lange telefoniert. Eine Minute kostet 5 Cent. 5 Pfennige. Ich sag mal 10 Pfennige, 5 Cent. Und dann haben wir für 10 Pfennige pro Minute gequakt und haben dann stundenlang mit dem Kollegen telefoniert und haben dann eine Telefonrechnung am Ende des Monats bekommen, die ca. 80 D-Mark teuer war. Wenn wir dann nebenbei noch die 6 Hotlines angerufen haben mit den 0190er Nummern, dann waren wir so ca. bei 100 Mark. Das ist aber ein anderes Thema. Jedenfalls, ja, wir hatten halt sowas nicht, ne? So Handys und so weiter. Wir mussten noch die Leute anrufen. Gott, ich komme mal vor, als ob ich vom Krieg erzählen würde. Naja, gut, das sind die Vote Sheets, das sind also diese Dinger, Kritik, Anregungen etc. an Blue Eyes. Wir gucken mal ganz kurz, ob ich hier irgendwo die Charts noch sehe. Ah, hier kommen wir zu den Charts. Die besten PT-Spiele sind Caramels Cup, ich glaube, das ging da um Eishockey, Mafia, hat nichts mit dem Mafia vom PC zu tun, Atta, das hat auch nichts mit Scheuermilch zu tun, Harakiri, Kaiser 2,
Moulin Rouge, das hat auch nichts mit dem Film mit Kim Basinger, mit der Ding. Nee, das war, glaube ich, kein Kim Basinger, das war jemand anderes bei Moulin Rouge. Kalibofresser, das war damals so ein ganz großes Spiel auf der Game On. Kommen wir auch irgendwo mal dazu, wenn wir die Game On dann vor uns haben. Riskant. Zwei Leben des Prime. Das ist ein Text-Adventure, das habe ich mal gemacht. Sucht mal auf meinem Kanal nach das Leben des Prime. Das war so 2018 um den Dreh. Dann Down, Down, D. Wahrscheinlich auch Down, Down, Down. Und dann Agricola. Hat nichts mit dem Coca-Cola zu tun und so. Dann haben wir Karamals in der Spitze. Dann haben wir hier die besten Zenmax. So, davon kenne ich eigentlich so gut wie gar keine. Da haben wir zum Beispiel Nitro, Sky High, Genius Brain, Controversial, Reformation, Revealed, Newspress, Tribune, Jamaica, Update, Earthshake und Anybook. Kenne ich nicht eine, aber die hören sich gut an. Beste Demo, Coma Light 2, Red Storm, Wonderland X, habe ich mal eine Demo auf YouTube gesehen, die sah geil aus. Tower Power, dann Legoland 3, den kenne ich nicht. Dutch Breeze, Coma Light 8, Tales of Mystery, Spasmolytic und Bitch Chaos. Ja, dann haben wir TV-Serie, eine schrecklich nette Familie. Ganz klarer Fall in den 90ern, das war die Bill Cosby Show, Raumschiff Enterprise. Welches Raumschiff Enterprise? Das ist die Frage, weil damals gab es ja Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert oder Raumschiff Enterprise. Da muss man ein bisschen, Star Trek, The Next Generation oder Star Trek. Also, nicht? Roseanne, das war auch ein geiles. Parker Lewis war eine Serie, die ich nicht so gern geguckt habe. Deep Space Nine, natürlich. Da gibt es auch ein Spiel, Deep Space Nine Harbinger, wird ein Nachfolger von Anno 1602. Die Flodders, Columbo, ich habe da mal noch eine Frage. Meine Frau hat immer gesagt, also ich fand das immer geil. Hey Dad, guck mal da, El Bundy Rules, na sicher. No Man. Ich habe bei YouTube mit meinem Arbeitskollegen, wenn wir gerade bei der schrecklich netten Familie sind, nochmal über die Ferguson geredet. Das, mein Sohn, ist eine männliche Toilette. Es ist eine Ferguson. Die macht nicht Platsch, die macht Wusch. War geil, das hat mir sehr gut gefallen. Da haben wir uns auf der Arbeit weggeschmissen vor Lachen. Beste Kinofilme, Schindlers Liste. Ich habe den Film bis heute nicht gesehen. Ich habe gehört, das soll geil sein. Das soll gut sein und der ist ja immer noch auf Platz 8. Den habe ich nicht gesehen. Bis heute nicht. Ich glaube, wird Zeit, dass ich ihn sehe. Cliffhanger kenne ich mit Sylvester Stallone. Dann Hot Shots 2. Da war ich im Kino. Was hat mich dazu ins Kino gebracht? Na, wo er das Huhn geschossen hat. Das war geil. Oder wie sie vorhin hat, da stand nichts passiert, kommt er länger und länger und länger und länger, die drehen sich rum, ouch. Yes. Gut. Terminator 2, auch ganz gut. Mrs. Doubtfire, ja. RIP, Robbie Williams. Philadelphia, das war das mit, oh Gott, ich dachte, das war mit Denzel Washington, gell? Philadelphia. Dann Werner Beinhardt, zum Glück, morgen ist Berufsschule, habe ich mich vermessen, wollte nichts kaputt machen. Rambo, ganz klarer Fall. Der mit dem Wolf tanzt, fand ich, ja, es war ein Film, der war okay, aber der war nicht so meins. Universal Soldier, okay, aber Total Recall, Sharon Stone, und ganz klar, what, geil. Scheiße, ich war noch gar nicht fertig. Ach, zum Glück ist das noch im Speicher. Lal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 
Wir reden von 1994. Naja, ich fand sie okay. Die Toten Hosen, was haben wir damals für eine schöne Musik gehört? Die Prinzen, das ist alles nur geklaut. Das könnte man bei unseren Spielen auch sagen. Meat Love, Everything for Love oder wie das Ding hieß, Queen. Ja, Roxette, Metallica, Nothing Else Matters, Phil Collins und Tour Unlimited. Was mich jetzt ein bisschen wundert, ist, dass Capella nicht da drin ist. Der Capella mit You Got to Let the Music war nämlich auch nicht schlecht. Oder, ich glaube, hieß die Corona? Ne? Corona, wie hießen die wieder? Ach, ich weiß nicht, wie die hieß. Naja. So, da haben wir das beste DT-Programm ist das Graphic Collection, Sender Sea Helper, Space Escape, Holy Spites, Trail West, Night Missions, Sogon, Intro Packer, Der Drache, Gangster, Volume 3. Ich kenne da eigentlich kaum etwas, beziehungsweise gar nichts. Die beste DT-Rubrik, Steckbriefe, Anzis, jawohl. Was sind Anzis, Anzeigen, Charts, Programmierer, C, Witze. Witze sind immer gut. Witze sind etwas, das ist für den Papa. Ja, und ich würde sagen, oh Mann, wir nähern uns wirklich, hier, wir gehen auch einmal in die Software-News. Leute, das Problem ist einfach nur, ich würde das gerne noch mehr zeigen. Ich will aber um 6 Uhr die Videos, ich will aber um 6 Uhr das Video raushauen. Und wir haben jetzt schon gleich 4. Das heißt 2 Stunden. Das braucht eine halbe Stunde mindestens zum Rendern. Ich muss noch die Tonspur anpassen. Naja, also. Software News von Kumpel. Warum machst du nicht früher? Ich komme erst im Ende. Ich habe erst um 13 Uhr Feierabend. Wenn ich nach Hause komme, ist 14 Uhr. Wir sind jetzt schon fast seit einer Stunde am Aufnehmen. Also überlegt man, wir nehmen schon seit vor 3 Uhr. Seit kurz vor 3 nehmen wir auf. Also. Ne? Ja, Software News. Was gibt's Neues? Nummer 2 Collections. Bestehend aus Black Gold, Windsor und dem Starbite Supersorger. Das sind aber alles mal Dinger, die ich mir aufschreiben kann. Weil Black Gold soll angeblich gut sein. Dann schreibe ich mir mal alles auf hier. Ob ich den Mitschreiber da ist. So, Black Gold. Windsor, das ist glaube ich ein Managerspiel wie Kaiser und Hanse. Starbite Zucker würde ich nicht machen. Manager Collection, Invest, Transworld, Black Gold, Super Soccer. Ich glaube, Invest und Transworld haben wir schon gespielt. Black Gold habe ich, glaube ich, nur auf dem Amiga gespielt. Ja. Was haben wir denn noch? Ich springe nur ganz kurz darüber. Da haben wir die James Bond Collection, Cool Croc Twins, Kunst aus China, Indie Heat, Outrun Ruban, Hook, Creatures 2. Ja, ich springe da jetzt nur mal so drüber, Leute. Wenn ihr euch das durchlesen möchtet, schaut bitte auf der digitaltalk.at. Ich werde euch diese Seite aber nochmal unten in die Beschreibung packen. Die ist richtig geil. Da habt ihr so quasi eine Diskettenbox, wo ihr die aktuelle Digital Talk herunterladen könnt. Wie lädt man sie runter? Ganz einfach. Ihr sucht euch die Digital Talk aus, die ihr möchtet. Drückt einmal drauf. Dann erscheint sie vorne als vorderstes. Als vorderste Diskette. Und dann steht unten Download unten rechts an dieser Diskette. Und dann könnt ihr euch diese Ausgabe downloaden. Haben wir denn noch alles gut, wie gesagt, ich muss dann haben wir Mailbox News, ESW intern, Hard- und Software News, gut, Rückblicke, Reviews, der große Druckertest, ja auch auf dem C64 werden Drucker benutzt, nur für die Jugend von heute, auch auf dem C64 werden noch Drucker benutzt. Ich selber habe einen Commodore MPS 1200 mit 2 wunderschönen Farbpatronen, also Farbbändern. Das ist nicht Laser oder Tintenstrahl, sondern es sind Farbbänder und das Ding hat Nadeldrucker, das heißt, das Ding macht nicht. Geil.
Gut. Wir gucken mal ganz kurz, was in den Reviews drin ist. Bitte Seite 2 anlegen und Feuer. Das ist das, was ich gemeint habe. Diskettenwechsel werden zum Großteil immer bestätigt, müssen bestätigt werden mit der Feuer, mit der Leertaste oder sonst irgendetwas. Ich kenne eigentlich kaum Spiele, die nicht. Ich habe Seite 2 angelegt. Mach mal hin. Mach mal hin. Reviews bei Professor Science. Willkommen zur ersten Ausgabe dieser Rubrik. Och nö, noch eine Rubrik. Noch eine Rubrik. Demos Max Anwender. Was haben wir denn da? Da haben wir zum Beispiel die Demo von Shane Land, von Fairlight. Länge 2 Diskettenseiten wahrscheinlich. Release-Datum am 20.03.94. Dauert 10 Minuten. Das ist dann meistens, dann heißt Flip the Discs oder so. Ein Plot-Scroller. Ja, genau. Ne? Fazit ist cool zu sehen und wäre aktiv. Die mittlerweile schon seit 8 Jahre alte Gruppe. Ja, es gibt immer noch, guck mal bitte auch bei csdb.dk, da gibt es eine ganze Menge C64-Demos von aktuellen Leuten. Auch da wiederum Dankeschön, dass es euch gibt, Leute. Also, was soll ich noch sagen? Intrigu von Tabu, eine Diskettenseite, Release-Datum und Ostern. Naja, wie gesagt, ich werde euch das überlassen, diese Diskette durchzugucken. Zero, der Game Test Zero. Das werden wir mal noch wissen. Was haben wir hier für Wissen? Also Kurse. Der Basic-Kurs, der Cruncher-Kurs, Dr. Geos spricht, war das der DJ Zip? Heute könnten wir ihn den Dr. Geos nennen. Es gibt auch eine ganze Menge Leute, die sich immer noch mit Geos beschäftigen, wo ich erst gesagt ganz froh bin, dass es die Leute gibt. Danke nochmals an euch. Dann Game Freaks Only, der Games Corner, da können wir da mal hingehen. Wie gesagt, wir werden nicht mehr alles durchfrühstücken. Das Ding hat 4 Seiten. What the Frosch? Aim. So, der andere. Naja. Hiermit gründe ich diesen neuen Corner. Zweier rufen und rufe alle zur Kräftige zu rauf mitzumachen. Dieser Corner soll nicht, wie manche verstehen, der 5.12 Cheat Corner sein, sondern zu anregen, selber Games zu schreiben. Dazu lege ich eine Liste mit Spielideen an, die programmiert werden könnten. Jeder ist jetzt dazu aufgerufen, mir seine Ideen zu schicken und damit die möglichst große Spektrum an Ideen zusammenkommen. Damit ein möglichst großes Spektrum an Ideen zusammenkommt. Auch soll euer Corner Hilfestellungen geben, wenn jemand nicht mehr weiter weiß oder irgendwelche Routinen benötigt. Also es ist ein Hilfe-Corner hier für Leute, die das Ganze selber Spiele programmieren. Sei es in C, sei es in Assembler, in Basic, in, ich glaube, Kubal ist glaube ich auch eine Programmiersprache. So, dann ist hier der Basic-Kurs. Vielleicht weiß ich ja was aus dem Basic-Kurs. Weil ich habe ja auch eine Zeit lang Basic gelernt. Davon habe ich nicht viel verstanden. Und manch einer sagt immer, mein Basic ist wie das eines Erstklässlers. Das stimmt, das ist ja auch richtig. Was haben wir vom Third Perfect? Scheinbar hat mich irgendwer irgendwie falsch verstanden. Ich habe nicht wissen wollen, was für einen Kurs ich anbieten könne, sondern wie ich den bestehenden Basic-Kurs verbessern kann. Nun ja, trotzdem kam eine Reihe guter Ideen, die ich auch umsetzen werde. Dann kam ein Satz wie, schmier dir den Basic-Kurs in die Haare, das kann man doch in dem Handbuch lesen. Ich wollte mich dazu mal melden. Ich bin froh, wenn es immer verschiedene Leute gibt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel das Handbuch Basic mir angucke, kriege ich einiges mit. Dann habe ich diesen Basic-Kurs auf Diskette gehabt, auch da bekam ich einiges mit. Dann gibt es den lieben Nerdroom, den habe ich mir auch angeschaut. Da bekam ich auch noch einiges mit.
Und ich habe einiges während seiner Rollenspiel, er hat ja diesen Dungeon Scroller, dieses Dungeon Rollenspiel hat er ja angefangen. Auch während dieser Programmierung habe ich eine ganze Menge von ihm gelernt. Oder wie man zum Beispiel eine Highscore erstellt, habe ich auch bei ihm gelernt. Gut, ich habe die Highscore einfach rauskopiert, diese Highscore. Ich hoffe, er ist mir da nicht böse für das Doctor Who Quiz. Also ich bin immer froh, wenn es Leute gibt. Erstens gibt es sicherlich eine Vielzahl von Lesern, die ihren C64 gebraucht gekauft haben und das sowieso nicht mehr unbedingt ein Handbuch dabei ist. Und 1994 war das, heute würde man sagen, ja, da googelt doch den Scheiß. Ja, damals, wir reden nochmal von 1994. Noch einmal, damalige Internetanbieter waren nicht Telekom oder sonst irgendwas. Doch auch. Aber damals waren die kostengünstigsten Internetanbieter CompuServe, AOL und so. Da hatten wir keine Flatrate. Wir hatten kein Internet wie das heute. Heute habe ich eine 1000er Leitung. Damals sind wir mit einem 56K-Modem ins Internet gegangen. Nochmal, wir haben pro Minute im Internet bezahlt. Für die Anmeldung an AOL haben wir bezahlt. Wir haben 1000 Mal haben wir diese AOL-Freiminuten-CDs. Ich glaube, die haben wir gesammelt und immer wieder genutzt, nur um kostenlos ins AOL zu gehen. Damals, als wir mit den Handys, ich hatte damals noch Prepaid-Karten, einen Vertrag konnte ich mir keinen leisten, hatte ich eine Prepaid-Karte. Irgendwann hatte ich kein Geld mehr für eine SMS, weil eine SMS Geld gekostet hat. Wir hatten kein WhatsApp. Und dann habe ich im Internet damals bei Freenet, ich glaube, 50 E-Mail-Adressen gebaut, weil pro E-Mail-Adresse gab es 3 SMS. Also, das ist Wahnsinn. Und damals, wie gesagt, war es nicht so, dass man mal sagen konnte, ich google mir das Ganze jetzt mal. Das ging damals nicht. Also, wie gesagt, also wir haben unser Wissen noch erkämpft, Leute. Zweitens glaube ich, dass mein Kurs nicht allzu trocken ist. Drittens lässt das Handbuch sehr viele Fragen offen und wenn man meinen letzten Kurs ansieht, merkt man, dass ich auch ein wenig aus meiner Erfahrung erzähle, um das Wissen verknüpft einzusetzen. Beispielsweise die Tipps und Tricks. Sollte jedoch der Kurs von jedermann ganz und gar nicht gewollt werden, höre ich an dieser Stelle auf und ersetze ihn durch einen komplizierteren und noch bizarreren Kurs, den ich selbst die 64er nicht schwerer darstellen kann. Okay, also fangen wir an, unser Basic zu erweitern, unser Basic-Wissen. Jetzt geht's rund, sagt der Spatz und flog in den Ventilator. Ja, das ist Geschmackssache, sagte der Frosch, als er in die Seife gebissen hat. In der letzten Ausgabe habe ich versprochen, etwas über die Strings und ihre Funktionen zu schwafeln. Was ich auch tun werde, alles weitere in dieser Übersicht. String, String, wohin mit dem Ding? Time to goes by. Arbeiten mit und gegen die Zeit, mit Time. Und so ein Zufall erzeugen von Zufallszahlen. Das sind diese random Dinger. So, da könnte man ja auch irgendwann mal, Gott bewahre, dann würde ich ja wieder mit einem C64 Basic Kurs anfangen. Das lassen wir mal lieber, das mache ich privat. Also wenn euch ja hier wenn euch dieser Kurs gefallen würde, schaut mal rein. Und oh Gott, wir haben schon über eine Stunde und 10 Minuten. Ja, wie gesagt, ich werde leider kurz nicht alles anschreiben können. Das Leben Stories. Das waren hier unter Stories, das können wir mal ganz kurz gucken. Die Story von ISW, Joey, Dahlia, Epsilon, die Villa, The Darkness, In the Darkness, Teil 1 und Teil 2. Wir können, wie gesagt, das Ganze hier mal so reinprügeln, dass ich sage, wir gucken uns da mal ein bisschen intim und privat. Ich werde gucken, dass ich jetzt irgendwie Steckbriefe, Fotoalben, das Interview, Little Johns Liste. Sind in diesem Fotoalbum, sind da, sage ich jetzt mal, gescannte Bilder. Nach unserem Aufholen sind nicht gerade sehr viele Fotos in der Digital Talk Redaktion eingegangen. Auf der nächsten Seite sind Fotos von New Design Dreamer und Buggy Boy. Ah, gut. Die wurden dann quasi eingescannt. Wer ist wer?
Aha. Buggy Barney. Entschuldigung, nicht Buggy Boy. Entschuldigung, Buggy Barney. Gut. Dann haben wir Fotoalbum, alles klar. Wir gehen nochmal zurück. Unterhaltung in der Digital Talk. Was haben wir da? Ah, den Wrestling Corner nicht, aber mich interessiert dieser Kampfsport Corner. Warum interessiert mich dieser Kampfsport Corner? Ganz einfach, ich habe früher, Gott, das ist jetzt Jahre her, wir müssen die Diskette wechseln. Früher, und das ist Jahre her, habe ich verschiedenste Kampfsportarten und Kampfkünste gemacht. Ich habe neben, hallo Freunde der asiatischen Selbstverteidigung, heute geht es um die neuere Kampfsporttechnik Jeet Kune Do. Jeet Kune Do, was ist Jeet Kune Do? Jeet Kune Do ist eine Mischung verschiedenster Kampfkunstarten und was nicht anderes heißt, der Weg der einfallenden Faust. Bruce Lee wurde von Ip Man, also wer die Ip Man Filme kennt, man könnte sagen, das ist eigentlich die Biografie von Bruce Lee, beziehungsweise seinem Lehrer Ip Man. Viele nennen ihn Ip Man, also ich kenne ihn unter Ip Man, weil im Buch von Wing Chun Kuen zum Beispiel steht er als Ip Man mit Y. Dann gibt es den Film Ip Man ohne Y und der war eigentlich Kung Fu Meister und hat das Wing Chun und das ist jetzt halt dieses ganz große, was ich bis heute noch nicht verstanden habe. Es gibt Wing Chun, also das ist Wing halt normal, ne? Wie es jeder schreibt, W-I-N-G, und dann gibt es dieses Chun mit C-H-U-N und es gibt das Chun, T-S-U-N-G. Und alle beiden behaupten, Ip Man, oder Ip Man ist deren Lehrer, deren Meister, deren Ursprung. Und da stehe ich nebendran und sage mir, okay. Es gibt, auch wenn man jetzt bei YouTube guckt, es gibt so viele verschiedene Schreibweisen von Wing Chun. Mit V, mit W, CH, TS, etc. pp. Für mich, nochmal, für mich ist es eigentlich das Gleiche. Es gibt halt in der Abfolge, gibt es halt verschiedenste Dinge, die ein bisschen unterschiedlicher sind. Ansonsten im Großen und Ganzen ist auch Xie Nim Tao gleich, sie heißen ja auch gleich, Xie Nim Tao, Latzau, Gott, das kam nach dem Xie Nim Tao wieder. Alter, mir fällt's gerade nicht ein. Jump Q, jetzt habe ich es. Jump Q kommt nach dem Xie Nim Tao. Und wenn man eigentlich das Xie Nim Tao drauf hat, das ist, soweit ich weiß, sind das 12 Formen. Wenn man die hat, hat man ungefähr 50% vom Wing Chun schon kapiert. Wing Chun ist viel mit den Armen, wenig mit den Beinen, soweit ich weiß. Lange ist es her. Ich habe mir Wing Chun habe ich mit 18 gemacht. 19 habe ich angefangen, Wing Chun zu machen. Beim lieben Großmeister Thomas Mannes in Saarbrücken. Grüße gehen raus, weil das ist irgendwann jemand ihm erwähnt. Bin damals, weil ich umgezogen bin, habe ich ihm auch angerufen, habe dann gesagt, ich ziehe demnächst um, weil meine Mutter und so, und dann hat er gesagt, dann bringt das auch nichts mehr und so, aber er fand es schade, dass ich gegangen bin, aber als ich ihm Jahre später geschrieben habe auf Facebook, auf Wer kennt wen war das damals, der hat sich noch an mich erinnert, was ich sehr gut finde. Also das ist ein Meister, wo ich immer sage, klasse, obwohl ich damals gesagt bekommen habe, ich soll nicht zu ihm gehen. Dann habe ich in meiner Jugend, als ich circa 8-9 Jahre alt war, habe ich Judo eine Zeit lang gemacht. Das habe ich bis zum, dritten Gurt, glaube ich, gemacht. Dann habe ich, als ich 18 war, in Wemmelsweiler gab es einen Selbstverteidigungskurs für Frauen. Also einen Selbstverteidigungskurs generell, stand nicht drauf für Frauen, sondern Selbstverteidigungskurs, Bums. Als ich dorthin kam, stand ich allein unter, ich glaube, 13 Frauen. Das hatten wir wie hieß denn die Kampfkunstart wieder? Verdammt! Judo. War es Jiu-Jitsu? Ich glaube, es war. Nee, nicht Jiu-Jitsu. War es Jiu-Jitsu? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, Jiu-Jitsu war es gewesen und Judo.
Aber jetzt bei der zweiten muss ich jetzt lügen. Ich weiß es nicht mehr genau. Bitte nagel mich nicht drauf fest. Das habe ich dann auch durchgezogen und habe dann auch, sag ich mal, abgeschlossen und habe auch ein Zertifikat damals bekommen. Das Zertifikat habe ich nicht mehr. Und wie gesagt, das letzte, was ich dann gemacht habe, war halt Wing Chun. Und wie gesagt, ich habe auch Karate mal einen Tag gemacht. Da habe ich aber gesagt, das Karate ist nicht so meins. Das war irgendwie so nicht meins. Also wie sie sich dann hingestellt haben und die Bewegungen, da habe ich da gestanden und habe gesagt, sei mal bitte nicht böse. Ist nicht meins. Ich habe mir das angeguckt, ich habe es probiert. Ist nicht meins. Judo war damals irgendwo ein bisschen was meins, weil es meine Arbeit, weil es meine Klassenkameraden noch mitgemacht haben. Grüße gehen raus an Jens. Dann habe ich halt, wie gesagt, später dann einen Tag oder so Karate gemacht. Ich war auch mal im Ring gewesen, habe auch eine Zeit lang Ring gemacht und dann hat damals mein Trainer gesagt, ey, ich schicke dich ins Turnier. Und ich habe gesagt, Meister, ich bin nicht bereit. Chef, ich bin nicht bereit. Ich fühle mich nicht bereit. Ja, doch, du bist bereit, ich schicke dich rein. Ich sage, Chef, geben Sie mal noch bis zur nächsten Turnierzeit. Mir fehlt die Erfahrung, mir fehlt das Wissen und vor allen Dingen fehlt mir der Mut. Ich fühle mich noch nicht bereit. Und dann sagt er zu mir, ich habe dich angemeldet. Das war der letzte Tag, da ich dann im Ring war, weil ich gesagt habe, der Meister hört mir zu. Damals kam dann, als ich im Wing Chun war, Thomas Mannes zu mir und sagte, pass auf, ich sehe gerade, du kannst das hier in einem Tor einigermaßen super. Ich finde das klasse. Du kannst, wenn du willst, wir haben in 2 Wochen Prüfungen. Du kannst einen Schülergrad überspringen und kannst dann in den zweiten Schülergrad direkt reinspringen. Dann habe ich dann gesagt, Chef, nicht böse gemeint, ich mache immer noch Fehler bei es hier in dem Tau. Sei es aber nicht böse, wenn ich sage, ich fühle mich noch nicht bereit. Und dann sagt er, pass auf, sag mir einfach, wenn du dich für bereit hältst und dann melde ich dich an. Gut, ich habe die Prüfung nie gemacht, aber ansonsten halt, ja. Und Wing Chun war auch das, was Bruce Lee zuerst gelernt hat, bevor er seine eigene Kampfkunstart wie Jet Kune Do gemacht hat. Und da haben wir es ja auch, Bruce Lee lernte zuerst Wing Chun. Da haben wir es wieder, Wing Chun, Ip Man, das war der Meister von Bruce Lee und ich habe quasi Wing Chun beigebracht bekommen. Und das ist eigentlich das Gleiche und das habe ich von Thomas Mannes beigebracht bekommen und sein Meister war Kate Kernspecht bzw. Leung Ting. Das waren die beiden Großmeister. Ja, Jet Kune Do beschränkt sich nämlich nur auf den Ernstfall der Selbstverteidigung. Das sollte eigentlich jede Kampfkunst und jeder Kampfsport sein. Wenn man ihn anwendet, wirklich nur dann, wenn es nicht mehr anders geht. Wenn wirklich man mit dem Rücken an der Wand steht und dann erst sich verteidigen. Versucht immer aus Streit oder Streitereien rauszugehen. In der heutigen Zeit ist es, glaube ich, noch schwerer als früher. Versucht immer, Streit aus dem Weg zu gehen. Provoziert keinen Streit. Auch wenn ihr selbst Kampfsport oder Kampfkunst macht. Wing Chun zum Beispiel ist eine Kampfkunst und kein Kampfsport. Und deshalb sage ich immer, habe ich ja auch so beigebracht bekommen. Und das gebe ich auch immer wieder weiter. Ich selbst habe kein Sifu gemacht, ich bin kein Sifu, aber ich weiß selbst, wenn man Kampfkunst oder Kampfsport ausübt, entweder nur im Training mit seinem Sparring oder wenn man es außerhalb des Trainings benutzt, bei sich zu Hause und wenn man es wirklich in der Welt draußen, man läuft jetzt durch die Stadt und da kommen so ein paar pöbelnde Jungs und die lassen einen nicht in Ruhe. Versucht den immer wieder irgendwie aus dem Weg zu gehen. Erst dann es benutzen, wenn wirklich, wenn sie handgreiflich werden, euch wehren. Nicht selbst die Initiative ergreifen und angreifen. Das ist die schlechteste Idee, die ihr haben kann. Ja, da geht es halt um Jet Kune Do und Bruce Lee. Könnt ihr euch auch mal ein bisschen auseinandersetzen.
Und meine Fresse, wir haben schon anderthalb Stunden. Mein ja, was gibt's noch außerhalb der 64 Kilobytes? Ich suche gerade. Du lachst nur zweimal. Das ist Witze. Seite 3 anlegen, das machen wir. Feurio. Weil ich will noch ein paar Witze, ich will noch ein bisschen lachen. Bevor ich jetzt hier Schluss mache, möchte ich noch lachen. Wie gesagt, dass ich es nicht komplett durchgemacht habe, nochmal heute Abend um 18 Uhr, da sind nur ungefähr anderthalb Stunden Zeit dafür. Also, ne, nur für Leute mit Humor. Diese brauchen nicht weiterblättern. Achso. Patrick? Joystick, nicht Feuer. Der Lehrer fragt Susanne, wie nennt man einen Menschen, der auch dann noch spricht, wenn man ihm längst niemand mehr zuhört? Antwort von Susanne, Lehrer, Herr Lehrer. Wow, das wird nun mal ein harter Schluss. Was hast du denn deinem Mann zum Geburtstag geschenkt? Eine silberne Zigarettenetui mit meinem Bild auf der Innenseite. Oh, da wird er sich aber gefreut haben. Ich weiß nicht recht. Er hat sich danach sofort das Rauchen abgewöhnt. Ich hätte gern ein paar Tabletten, mit denen man sich das Leben nehmen kann. Sagen Sie mal, da brauchen Sie ein ziemlich starkes Rezept dafür. Da hat er so das Bild von seiner Frau gemacht. Ach, Sie haben ein Rezept, warum sagen Sie das nicht? In der Liebe ist mein Mann wie ein Vulkan. So feurig? Nein, aber alle paar Jahre ein Ausbruch. Frau Kolb geht mit ihrem Sohn und ihrer Mutter im Wald spazieren. Auf einmal meint der Kleine, ich muss mal. Darauf Frau Kolb, komm, wir gehen hinter einen Baum. Nein, meint der Kleine, ich will lieber mit Oma gehen. Warum denn, fragt die Mutter. Der zittert immer schön die Hand. Das ist nicht gut. Gar nicht witzig. Mina, das Mädchen vom Lande, ist Dienstmagd bei einem reichen Stadtmenschen geworden. Er sieht gleich, was mit der Kleinen los ist und will sie verführen. So tischt er ihr Sekt und Kaviar auf und als sie in Stimmung ist, verführt er sie nach allen Regeln der Kunst. Liebeskunst. Na, wie hat dir der Abend gefallen? Fragt er hinterher. Es war schon prima, strahlt Mina. Rammeln können Sie wie mein Ex, wie mein Xavi, was? Rammeln können Sie wie mein Xaver daheim. Nur das gelbe Sprudelwasser war ein bisschen sauer und die Brombeermarmelade schmeckt immer stark nach Fischen. Ja, das habe ich jetzt selber versaut, weil ich jetzt das mit dem Xaver nicht hinkriege. Ich weiß, was ein Xaver ist. Eine Stunde nach Büroschluss läutet das Telefon. Die Sekretärin läuft leicht begleitet herbei, nimmt den Hörer ab, wirft einen prüfenden Blick auf ihren Chef und sagt dann, jawohl, gnädige Frau, ich glaube schon, dass Ihr Mann heute fertig ist. Für heute fertig ist. Naja. Meine Frau verbietet mir alles. Ich darf nicht rauchen, nicht trinken, nicht fluchen. Na Herbert, dann bereust du sicher, dass du sie geheiratet hast, sagt der Freund. Nein, sagt dieser, bereuen darf ich auch nicht. Eine Witwe annonciert in der Zeitung einen Rolls Royce. Ein Interessent erfreut erscheint und fragt, was soll der Wagen denn kosten? Antwort 50 Mark. So billig, fragt der Mann. Ja, mein Mann hat in seinem Testament verfügt, dass er den Erlös seiner Geliebten zukommen soll. Ich verstehe diese Witze nicht.
so doof. Ich bin so doof für diese Witze. Schwer verletzt wird Herr Rutsche ins Krankenhaus eingeliefert. Fragt die Aufnahmeschwester, sind Sie verheiratet? Nein, mich hat ein Auto angefahren. Frage, was würde passieren, wenn wir unseren Finanzminister Weigel in die Wüste schicken? Antwort, der Sand wird teurer und versteuert. Das sind Witze aus den 90ern. Ich habe, glaube ich, in den 90ern andere Witze gehört. Oder ich bin zu alt für diese Witze. Eva sagt zu Adam, da drüben steht ein Baum, unter dem wir uns kennengelernt haben. Du solltest eine Gedenktafel anbringen. Nein, lieber ein Warnschild. Ich hab's schon verstanden, aber... Ein Bettler klingelt an der Wohnungstür, fragt die Hausfrau in erstaunten Vorwurf. Sie sind doch ein rüstiger Mann, warum arbeiten Sie denn nicht? Lächelt der Bettler sie an. Und Sie sind doch eine attraktive Frau, warum gehen Sie nicht auf den Strich? Fritzchen fährt mit seiner Mutter in der Eisenbahn. Gegenüber sitzt eine dicke Frau, die ihr Baby an die Brust gibt. Murmelt Fritzchen, armes Baby. Wieso armes Baby? Flüstert die Mutter. Na guck doch, so kleines Wurm und muss den ganzen Klops Elena essen. Sind wir fertig? Ich für mich auch die sechste Stunde, aber ich will nach Hause. Beim Verkehrsgericht. Ich bin wirklich keine 80 Stundenkilometer gefahren, höchstens 50, vielleicht auch 30. Ich stand ja schon fast, als sie mich mit dem Streifenwagen anhielt. Halt, unterbrach hier der Richter. Nicht weiter, sonst fahren sie noch rückwärts irgendwo rein. Kraftet nicht. Du Vati, was ist ein Transvestit? Fragt der Kleine. Da musst du Mutter fragen, der weiß das. Der Direktor wendet sich an seine Sekretärin. Fräulein Luise, darf ich Sie heute zum Frühstück einladen oder haben Sie sich schon? Meint sie, naja... Ich hab zwar schon, aber frühstücken würde ich sie ja gern. Würde ich ja schon gern. Von der Luise, darf ich Sie heute zum Frühstück einladen oder haben Sie schon? Naja, ich hab zwar schon, aber frühstücken würde ich schon gern. Die Dame in den besten Jahren hat mit ihrem Wagen die Kurve etwas schneidig genommen. Ein Krach und Erwachen im Krankenhaus. Am Bett stehen der Arzt und die Schwester. Notieren Sie, Schwester, Rippenbruch, Schulterquetschungen, Hautabschürfungen. Wie alt sind Sie, gnädige Frau? 25, haucht die Patientin. Und schwerer Gedächtnisverlust, diktiert der Arzt am Schluss. Zwei Freunde stehen an der Theke. Sagt Karl, Mensch, bin ich besoffen. Wann wollen wir denn endlich nach Hause gehen? Meint Heini, noch nicht.
erst muss ich noch so auch so besoffen sein wie du. Karl, aber woher weißt du, wann es soweit ist? Heini, ganz einfach. Siehst du die uralte Kuh dort an der Ecke? Nun, wenn wir soweit sind, dass wir die vernaschen wollen, dann wird's Zeit, dass wir nach Hause gehen, weil wir beide dann voll sind. Ich würde ja gerne zwei Arme machen. Eine Frage für alle Computerfreaks zum Schluss. Ach Gott sei Dank zum Schluss. Wann schmeckt uns der Alkohol am besten? Antwort, wenn die Tannen grünen. Wann sind die Tannen grün? Immer und immer öfter. Oh, Feierabend. Geh mal heim. Boah! Alter, ich verstehe die Witze aus den 90er Jahren nicht. Gut, ich bin aus dem Saarland, vielleicht deshalb. Boah, Mann, ey. Witze von Ford Perfect, bitte nicht ernst nehmen. Oh Gott. Zwei Prostituierte gehen durch den Park. Meint die eine zu der anderen, was ist... Gehen wir zurück ins Bordell oder erst noch ins Café? Meint die Angesprochene, mir egal, Hauptsache was Warmes im Bauch. Warum bekommt Harold keinen Pickel mehr im Gesicht? Es ist kein Platz mehr da. Was sagt der Prostituierte, dem du ins Gesicht ejakuliert hast? Ich hab's kommen sehen. Guckt der Jäger, gucken sich zwei Jäger an und sagt der eine so, stopp mein Gewehr, das funktioniert irgendwie nicht. Sagt der andere, warte mal, hol das Gewehr, guckt in den Lauf, sagt, lass mal ganz langsam zwei Schuss kommen. Wenn ihr Sohn mit der Uni fertig ist, was ist er dann eigentlich? Oh, ungefähr 45. Oh Gott, ich will nach Hause. Nachbarschaftsgeschwafel, mein Kind läuft jetzt seit 3 Wochen. Ah, da muss es aber müde sein. Läuft ihr Kühlschrank? Dann schnell hinterher, bevor er aus dem Haus verschwindet. Oh. Gott, ich bin zu alt für solche Witze. Der Schüler kommt ins Klassenzimmer. Schon wieder zu spät, tadelt der Lehrer. Machen Sie nichts draus, ich auch. Ja, es... formt sich zu einem Grinsen. Also, das hat jetzt ein bisschen Potenzial gehabt. Steigerung von Gefühle. Du bist mir lieb und wert. Du bist mir lieb und werter. Du bist mir lieb und allerwertesten. Am allerwertesten. Weiter, nächster. Weiter! Sagt ein Rothaariger zu einem Mann mit Glatze. Na, der Liebe Gott wohl keine Haare geben? Kommt die Antwort, doch, aber nur rote und die wollte ich nicht. Dieser Witz ist speziell für Dr. Zoom. Mama geht mit ihrem 5-jährigen Sohn in die Sauna. Als sie wiedergekommen, fragt der Vater den Sohn, na,
Hatten denn die anderen Frauen mehr Busen als Mama? Nö, auch nur zwei. Komm, Finale, bitte Finale. Ich will bald Finale, Alter. Was steht denn diese Woche auf Ihrem Terminkalender? Fragt die Chefin ihren neuen Sekretär. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Es gibt leider Gottes wirklich solche Leute. Es gibt wirklich solche Leute. Ohne Scheiß. Es gibt wirklich solche Leute. Ich hatte so welche auf meiner Arbeit. Ich kannte jemanden, der hat in Möbelboss gearbeitet. Der hat damals eine Praktikantin bekommen. Und dann sagt der Chef zur Praktikantin, da im Schrank sind Ordner, schauen Sie sich die mal an. Dann macht die Tür auf, guckt die Ordner an, macht die Tür nochmal zu und sagt, hab ich. Ich hab auf meiner Arbeit einen 60-Jährigen gehabt, den musste ich jeden Handschlag erklären. Der arbeitet schon seit er, glaube ich, 12 war hier im Krankenhaus. Dem musste ich jeden Handschlag erklären. Schlimm. Bitte mal Feierabend, bitte mal Feierabend. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Der wollte mich doch alle quälen. Zwei Störche fliegen am Schlafzimmerfenster eines jungen Paares vorbei, sagt der eine. Sieh dir das mal an und nachher heißt es wieder, wir sind es gewesen. Was? Ach ja, jetzt habe ich es gerafft. Sagt der eine Storch zum anderen, sieh dir das mal an. Und nachher heißt es, wir waren es wieder gewesen. So, jetzt habe ich es verstanden. Leck mich am Arsch. Boah, Alter, ich kann mal nicht mehr. Egon geht in einen Sexclub. Als ihm eine ältere Dame zugewiesen wird, protestiert er. Das ältere Gewerbe, was? Das älteste Gewerbe, gewiss. Aber muss es dann unbedingt auch die muss es auch ein Gründungsmitglied sein? Oh Scheiße. Wegen solchen Witzen bin ich damals im Kindergarten geflogen. Warum benutzt Beamte immer dreilagiges Toilettenpapier? Weil sie für jeden Schiss zwei Durchschläge brauchen. Der Witz ist so alt. Oh, ich bitte. Feierabend. Ein Elefant geht über die Straße und trifft einen nackten Mann. Er fragt ihn, damit willst du essen? Oh, Scheiße. Die Nachbarin, was macht denn ihr Mann in seinem Hobbyraum? Er züchtet Kaninchen. Ja, versteht er denn was davon? Ja, nicht, aber die Kaninchen. Oh Gott, ich will aufhören. Komm, Feierabend, der letzte. Es war das letzte. Oh Gott, nee. Am Telefon. Hier ist das Kreiskrankenhaus. Entschuldigung, ich bin falsch verbunden. Da müssen Sie schon herkommen und es dem Arzt sagen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will noch mehr. Ich mag nicht mehr. Oh, bitte, nein, noch mehr Witze. Und jetzt einer meiner Lieblingsbrüller. Oh, Scheiße. Ein Mann stellt sich vor, mein Name ist Rainer Hohn. Macht's nichts. Nennen Sie ihn trotzdem. Geht noch weiter, fragt der Lehrer. Johannes, kannst du mir eine europäische Hauptstadt nennen? Na klar, Herr Lehrer, welche darf es denn sein? Scheiße. Oh Gott. Der hat ein bisschen was. Der hat jetzt ein bisschen was.
Graf Bobby zum Maler. Malen Sie mir die heilige Magdalena. Vor der Sünde oder danach? Während. Little John und The Wizard of Oz spielen Fußball. Nach 45 Minuten steht Johannes. Was? Halbzeit! Jetzt bist du dabei. Ich sage mal, ich bin jetzt 46 Jahre alt. Die Hälfte meines Lebens ist vorbei. Ich habe alles erreicht. Ich bin da oben auf dem Berg und jetzt geht's nur bergab. Das macht nichts. Ich bin da dick. Ich kann mich ja rollen lassen. Mami, bekomme ich noch etwas von dem tollen Pudding? Du weißt doch, dass Opas Knie nicht mehr eitert. Mami, hast du meinen Hamster gesehen? Muli, nix. Mutti, wo ist mein Goldfisch? Captain Iglo. Mami, bekomme ich noch eine tolle Murmel? Du weißt, der Opa hat nur ein Glasauge. Mami, warum hupst Opa so im Gras? Halt's Maul, lad nach. Was ist der Unterschied zwischen einem Flugzeug und einer Unterhose? Es gibt keinen. Beiden müssen Notfall runter. Der ist gut. Den merke ich mir. Der ist gut. Das ist alles. Das ist mein Humor. Das ist my Jokes. Kinley fährt mit dem Auto durch die Gegend. Plötzlich platzt ein Reifen. Er steigt aus, besieht sich den Schaden und stellt erleichtert fest: Oh, zu Glück gehabt, der Reifen ist nur unten platt. Den Witz habe ich gestern gebracht mit der. Fuck, den Witz habe ich gestern gebracht bei der Firma Hermet bei uns. Die reparieren bei uns die Betten und dann hat er so das eine Bett im OP da umgelegt und ist auch am Rumpfuhrwenk. Ich sag, gut, dass du nach den Reifen guckst, habe ich gesagt. Ich muss, das Ding ist kaputt irgendwie. Dann sagt er, ja, deshalb repariere ich es. Ich sag, ja, bei 300 zieht er immer so nach rechts. Dann sagt er, ja, der hat vorne rechts einen Platten. Ich sag, ganz, sagt er, nee, nur zur Hälfte. Essen Sie gerne wild? Fragt der Ober, antwortet der Dr. Zoom erstaunt, nein, lieber ruhig, unauffällig und gesittet. Der Vater brüllt die Kannibalen an, gebt mir meine Tochter wieder. Gut, aber das kostet 100 Groschen pro Dose. Schwarzer Humor, wenn der Neger lacht. Entschuldigung. Treffen sich zwei Wichtel im Wald, sagt der eine Wichtel zum anderen. Hallo, Skoink. Oh je, die nächste Ausgabe findet man wohl Witze wie diesen hier. Dr. Zoom, ich habe Ford Perfect gefunden, Little John. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst den Garten nicht umgraben? Bin gespannt, wer hier nach für Witze folgen. Lehrer-Zitate. Oh Gott, wir sind ja schon wieder. Lehrer steht vor der Klasse. So viele, ich hatte gehofft, es würden nur ein paar fehlen. Zwei Minuten nach Austeilen einer neuen Lektüre. Wer führt mir den Inhalt des dritten Kapitels zusammen? Nach einer Schweigeminute. Habt ihr es wieder nicht gelesen? Weitere Schweigeminute. Oh, habt ihr es gar nicht gelesen? Oder habt ihr es gar nicht lesen sollen? Das ist Vertretungslehrer. Das sind dann Leute, die weder Kenntnis von dem Fach haben, das sie unterrichten, noch von der Gruppe, vor der sie stehen. Entschuldigung.
Da war ich ein bisschen überschwänglich. Lehrer zur Schülerin. Ich sehe mit großem Interesse, dass du am was Hasensyndrom leidest. Die schlafen auch mit offenen Augen. Können wir aufhören? Das ist. Leute, ihr wisst, laut Genfer Konvention ist sowas verboten. Das ist Quälerei. Da ist Guantanamo, glaube ich, noch humaner gegen als diese Witze. Wir sind ja alle Köppe, wenn die Sonne drauf scheint. Auf der Alm, da gibt's Käse sind, weil der Pfarrer nicht offen kommt. Ah ja, es ist Sünde und so weiter, klar. Was wolltest du mit den Deutschen? Sprich, Kartoffeln schälen wollte ich. Scheiße, bitte Ende, das letzte, komm, hau ab. Lehrer, mit was halfen denn die USA nach dem Krieg den europäischen Staaten? Schüler mit Cola. Nein, nicht Cocoa-Cola. Schüler dann eben mit Fanta. Richtige Antwort wäre Marshallplan gewesen. Heute sind wir wenigstens vollständig. Wer fehlt denn heute überhaupt? Lehrer zum abschreibenden Schüler, du sollst nicht begehren deines nächsten Schrift. Das ist gut. Der ist wieder gut. Der hat mir gefallen. Das war wieder meiner. Der Lehrer zur Halbwertzeit. Alles zerfällt. Auch das Fleisch geht seinen Weg. Bedeutungsvoller Blick. Ihr habt doch einen langen Weg vor euch. Ihr habt noch einen langen Weg vor euch. Wie gesagt, ich habe bei mir die Hälfte hinter mir, jetzt geht's nur bergab. Das ist gut, weil er kann mich rollen lassen. Gott sei Dank, der Witz da gefällt mir sehr gut. Der ist klasse. Der ist gut, der Witz. Den finde ich gut. Wir hatten den überhaupt geschrieben. Der ist klasse. Gott sei Dank ist es vorbei. Es ist vorbei. Oh Gott. Wir haben fast 2 Stunden. Leute, es reicht. Jetzt ihr könnt mich nicht so quälen. Bitte, das können wir nicht machen. Das ist bitte keine solche Witze mehr. Das ist. Bitte keine solchen Witze mehr. Das war ja schlimm. Ich lese gerne Witze, aber dann. Uff. Gut, dann würde ich sagen, das war die Digital Talk Ausgabe 7. Total abgespeckt. Die Witze habe ich ausführlich. Drei habe ich, wo ich. Einen, wo ich geschmunzelt und 2, wo ich gelacht. Aber das war klasse. Gut. Ich danke euch fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Und dann sehen wir uns morgen bei Satin aufs Ketten. Da wird nicht gelacht. Hier wird nicht gelacht, hier wird nicht geweint, das sage ich. Aua, das sage ich euch. So, dann würde ich sagen, bis dann, euer Partypartool. Bye, bye.